So, hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine kleine Wunschreview für euch und zwar dieses Mal zu dem Manga Kiss and Hug. Der ist von Kako Mizuki und ist mit 3 Bänden abgeschlossen, ist auch in Deutschland schon vollständig erschienen und in Japan erschien der Manga erstmals im Jahr 2007. Ja, worum geht es in Kiss and Hug? In Kiss and Hug geht es um Yukino, sie steckt in Schwierigkeiten, sie ist auf einem Sommerfest und hat ein paar Jungs die Anmache versaut bei ein paar anderen Mädels und die wollen sich jetzt bei ihr rächen. Und ja, da gerät sie dann halt ein bisschen in Schwierigkeiten. Allerdings kommt dann auf einmal ein hübscher, ja, Halbjapaner zu Hilfe. Er spricht auch Englisch, also sie hört ihn erstmal nur Englisch sprechen und er hilft ihr halt aus der Patsche und bringt sie dann auch nach Hause. Also er spricht auch Japanisch, nicht nur Englisch. Und ja, er bringt sie dann nach Hause. Sie wohnt in einem Blumenladen, beziehungsweise über einem Blumenladen. Der Blumenladen gehörte ihrem toten Vater. Sie lebt dort jetzt mit ihrer Mutter und ihrem Bruder. Und ja, er macht ein paar blöde Bemerkungen zu dem Blumenladen. Das findet sie nicht ganz so lustig. Und als er dann auch noch sagt, dass er sie will, ja, da ist natürlich dann erstmal so, bitte was? Und als er dann auch noch sagt, er kommt wieder, dann ist für sie erstmal so, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, sie ist voll geschockt, so, was soll das? Wie ist der denn drauf? So, er kommt total nah, macht so Körperkontakt und das ist natürlich gar nichts für sie. Ja, und sie ist natürlich erstmal total geschockt und am nächsten Tag steht er dann wirklich in ihrer Klasse und ist auf einmal in ihrer Klasse. Also, er heißt übrigens Rio und ja, plötzlich steht er da und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Es ist, ja, ziemlich blöd für sie. Und als er dann auch noch überall rum erzählt, dass die beiden doch verlobt wären und sie fast küsst vor allen, ist für sie erstmal alles vorbei. Sie will das jetzt klarstellen, sie geht zu dem Hotel, in dem er lebt und will ihm eigentlich die Meinung sagen und sagen, dass sie das alles gar nicht will und total schrecklich findet. Und ja, dann sieht sie, wie er dort arbeitet. Er kommt halt aus einer reichen Familie und hat halt einige Pflichten auch. Und sieht halt, wie er dann da im Anzug steht und ja, mit Geschäftskunden sozusagen sich unterhält und ja, ist dann halt total so, oh nein, du tust viel zu viel, Schule, Arbeit, das wechselt das nicht immer im Kopf und hat total vergessen, dass sie eigentlich irgendwas ganz anderem da war. Ja, er bringt sie dann nach Hause und ist total gerührt, dass sie sich doch so um ihn sorgt und sie ist nur so, oh nein, Mist, ich wollte doch was ganz anderes sagen. Und als er sie dann nach Hause bringt, gesteht er ihr ganz niedlich seine Gefühle und dass er sie doch über alles liebt. Er sagt es jetzt nicht so wortwörtlich, aber ja, dass es halt, dass sie halt was ganz Besonderes ist und ja, da schmilzt sie dann auch dahin und die beiden küssen sich. Und ja, als sie dann zu Hause ankommen bei ihr, die beiden, erfährt sie dann von ihrer Mutter, ach Rio, du bist schon da, du wohnst ja jetzt ab heute auch hier. Und sie steht dann nur so, what? Das kann doch jetzt nicht sein. Wie bitte? Du wohnst hier? Das kann doch nicht gehen. Ja, er wohnt jetzt also bei ihrer Familie und hilft ihr morgens im Blumenladen ein bisschen mit und lernt dort dann auch Sai-chan kennen. Das ist ein Freund von Yukino, aber er ist 2 Jahre älter und ist sowas wie ein älterer Bruder für sie. Also sie kennt ihn, seitdem sie klein ist. Und er sorgt sich halt so ein bisschen, dass Rio Yukino nur so ausnutzt, so von wegen, ich probiere mal ein japanisches Mädchen. Und ja, da ist ja halt ziemlich so, kann ich dem jetzt vertrauen? Ist er wirklich gut für Yukino? Was ist, geht das? Na, er ist sich da halt nicht so sicher. Allerdings gehen die drei dann zusammen zum Feuerwerk und als Yukino dann auch immer verloren geht und Rio sie dann trägt, wie eine Prinzessin so auf den Arm, dann ist erstmal dieses, er könnte sie nur benutzen, auch verflogen. Und ja, die beiden genießen dann die Zeit zusammen am Feuerwerk, küssen sich auch wieder beim Feuerwerk, richtig schön romantisch halt, während alles da hinten ja, erstrahlt in den bunten Feuerwerksfarben halt. Und ja, dann fahren die beiden plötzlich in den Urlaub. Also Rio war für eine Woche weg, er war halt wieder wegen Geschäftssachen unterwegs. Und dann kommt er wieder und sagt, komm, wir fliegen jetzt in den Urlaub. Und sie hängt ja so, was? Kann das sein? Wieso fahren wir jetzt in Urlaub? Wieso fliegen wir jetzt irgendwo hin? Ja, auf jeden Fall fliegen die beiden dann weg und Rio wollte dort eigentlich entspannen. Allerdings holt ihn die Arbeit dann dort auch kurz ein und ja. Der Rest des Urlaubs ist dann allerdings eine schöne Zeit und so endet der erste Band dann auch. Also es ist eine super süße Story. Kako Mizuki hat ganz tollen Zeichenstil. Das ist wirklich was ganz Besonderes, finde ich. Ich mag ihre Augen auch. Die sind so
ja, ich weiß nicht, die ziehen irgendwie an. Die sind sowas ganz. Die sind so ganz anders als zum Beispiel bei den anderen Shoujo-Mangaka, wie zum Beispiel Erina Tanimura, Mayu Sakai und so. Oder auch, ja, keine Ahnung, Nara Haruta, die haben halt alle so einen ähnlichen Augenstil. Und bei Kakumitsuki ist das halt was ganz anderes. Das sieht manchmal halt so ein bisschen wie Skizzen aus, was sie da aufs Papier bringt. Aber es hat einen ganz eigenen Charme und ich mag das sehr gerne. Und die Story ist wirklich super süß und ach, romantisch auch. Und natürlich auch wieder traurig zwischendurch. Und es ist alles wieder vertreten, Humor ist auch dabei. Und ja, die Charaktere sind einfach zuckersüß. Manchmal auch ein bisschen treu-doof, aber total niedlich. Und ich muss sagen, ich mag den Manga wirklich sehr. Meiner Meinung nach hätte er auch mehr als 3 Bände haben können. Also ich finde es schade, dass Kakumitsuki immer so kurze Serien macht. Sie könnte ruhig mal eine längere Serie machen, weil sie hat wirklich tolle Serien. Und ja, das war's zu diesem Manga. Und das nächste, was kommt, ist das Monatsupdate für den Mai. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.